Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Seal the Deal and Let's Boogie Box von Volbeat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Seal the Deal and Let's Boogie von Volbeat, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir werden als erstes wie immer mal die Folie entfernen. Und dafür hier einmal einschneiden, wenn es denn gelingt, oder hier seitlich. Genau, hier geht das besser. So, dann schauen wir mal rein. Die Folie geht ab und ebenso auch der Sticker. So, den lesen wir uns nochmal kurz durch. Und zwar lesen wir hier Limited Deluxe Set inklusive Bonus-CD, 3 Special Patches und Poster. Gut. So sieht die Box aus, recht klein, recht kompakt das Ganze, im Hochformat gestaltet, Limited Deluxe Set, Volbeat lesen wir hier, darunter den Albumtitel, auf dem Cover haben wir hier so einen, ja, wahrscheinlich einen Seefahrer, einen Matrosen eventuell hier, seinen Tattoos nach zu urteilen, der hat sich hier obenrum schon frei gemacht und es sieht auch so aus, wenn ich das hier richtig erkenne, als wären hier so Seile, als würde der hier in einem Ring stehen, in einem Boxring. Und hier im Hintergrund haben wir so diverse düstere Gestalten. Also nicht nur Menschen, sondern auch ja, diverse Tiere oder nichtmenschliche Wesen. Und die beobachten das Ganze hier. Und ich schätze mal, der möchte hier gerade mit uns kämpfen. Ja, passt ja auch zum Titel des Albums. Auf der Seite lesen wir das Ganze auch nochmal. Seal the Deal and Let's Boogie Limited Deluxe Set Volbeat. Oben in schwarz und grau, in so einer Metalloptik. Unten ebenso. Rechts geht das Ganze weiter. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos. Also wir haben hier einmal die Tracklist. 13 Tracks sind dabei. 2 Features, eins von Johan Olsen und eins von Danko Jones. Bonus-CD mit 4 weiteren Tracks. Track 4 ist hier ein Live-Track. Und dann plus eben 3 exklusive Charakter-Patches und ein Album-Poster. Ja, hier sieht das Ganze dann mehr so nach, ja, ich würde sagen, Kneipenschlägerei aus. Also hier sind dann mehrere Leute, die sich irgendwie gegenseitig auf die Schnauze hauen wollen. Die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier aufzuklappen. Und als erstes haben wir einmal die 3 Charakter-Patches. Die kommen hier in so einer kleinen Folie. Ein Poster ist mit dabei und natürlich das Album an sich, das kommt hier in einem Digipack. Ja, ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen, das Ganze hier in schwarz gestaltet auf der Innenseite und dann haben wir hier eben noch so einen Einleger verklebt, der entsprechend das Album hier in Position hält. Gut, dann packen wir es mal zur Seite, einmal, zweimal hier noch in Folie, Poster weg. Sogar hier haben wir nochmal einen Sticker bei diesen Patches hier, Volbeat distributed by Universal Music. So, also die Patches packen wir dabei noch zur Seite und natürlich auch das Album muss hier aus der Folie befreit werden. So, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist hier auch wieder der Sticker mit drauf, den wir auch schon auf der Box hatten, da hatten wir auch so einen goldenen Sticker. Allerdings lesen wir hier Limited Deluxe Edition inklusive Bonus CD. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, schauen wir uns das mal an. Cover kennen wir ja schon von der Box. Okay. Und auf der Rückseite auch hier wieder die Tracklist. 13 plus 4, also 17 gesamt. 4 da auf der Bonus CD. Dann hier wieder Kneipenschlägerei, Barcode, Beteiligte. Auch hier lesen wir wieder Albumtitel plus Band. Und hier geht das Ganze dann auf. So, wir haben hier diverse Szenen, diverses Artwork. Einmal hier diese blutige Krone, die hier emporgestreckt wird. Dann einmal dieses Wesen hier, das scheinbar hier gerade hinabstürzt. Und dann hier das Publikum, das hier scheinbar gerade
bei diesem Ringkampf hier dabei ist. So, als erstes, wir haben hier einmal links in der Stecktasche das Booklet zum Album. Schauen wir mal rein. Jawohl, die Lyrics sind mit dabei, plus weitere Artworks, also weitere Gestaltungen, weitere Zeichnungen hier. Das sind dann wohl diese Charakter, von denen es dann eben auch drei auf die Patches geschafft haben. Also jeder Track hier erfasst. Generell recht düster das Artwork, wie wir hier sehen. Also sehr viel Schwarz und auch sehr viel so Gestalten, die irgendwie mit Totenköpfen oder generell dem Thema Tod in Verbindung stehen. So, dann hier Bandmitglieder zu sehen. Und das Ganze genau hier dann nochmal im Detail. Also die drei Bandmitglieder, die ganzen Credits zu den einzelnen Tracks und natürlich die Album-Credits. Ja, all das hier in diesem Booklet. Packen wir wieder in die Stecktasche, die hier scheinbar auch von innen, ich weiß nicht, ob man sehen kann, von innen gestaltet ist. Okay, also Detailarbeit ist da. Und jetzt fragen wir uns, wo die Bonus-CD ist. Die ist, nehme ich mal an, genau, die ist hier in dieser zweiten Stecktasche. So, Nummer 1 ist natürlich die Album-CD. Das ist diese hier in Schwarz und Gold. Und hier kommt, wenn auch nur im Licht, dann nochmal dieser Kneipenkämpfer, dieser Ringkämpfer hier zum Vorschein. Mit seinem wunderbaren Schnauzer. Dahinter wieder Totenkopf-Optik. Und dann haben wir natürlich noch die Bonus-CD. Das ist diese hier. Ja, hier gibt es auch wieder jede Menge Totenköpfe. Und diese Gestalt, die wir dann auch noch auf den Patches sehen werden. Also die Bonus-CD mit den weiteren Tracks, mit den zusätzlichen 4 Tracks. Das soweit zum... Ups, jetzt habe ich es falsch rum zugemacht. So, das soweit zu diesem Digipack. Dann haben wir als nächstes die Patches. Die sehen so aus. Das ist Nummer 1. Wie gesagt, im Booklet ja schon gesehen. Ich glaube, so auf Seite 2 war der. Die Krone und dann dieses rote Gesicht oder dieses rote Tuch da auf dem Kopf. Volbeat lesen wir hier. Das Ganze an den Seiten schwarz vernäht. Dann haben wir hier dieses kleine Teufelchen. Das nenne ich es jetzt einfach mal. Auch hier wieder der Bandname darunter. Und einen dritten Patch haben wir hier mit dieser Gestalt, die so ein bisschen Dracula-mäßig aussieht, als würde sie auch irgendwie gerade schweben. Ja, also, wie gesagt, drei Patches. Allesamt hier mit mit Bandnamen hier. Und alle auch farbig gestaltet. Gut, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster mit dabei. Schauen wir uns gleich mal an. So. Hier haben wir wieder die bekannte Szenerie, also unseren Ringkämpfer hier mit den gehobenen Fäusten und links und rechts dann die diversen Gestalten, darunter der Albumtitel und darüber der Bandname. Das Poster im Querformat und einseitig bedruckt, also Rückseite, wie ihr sehen könnt, in weiß. Ja, und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir diese drei Patches hier, diese drei Charakter-Patches, wie die sich hier nennen. Und natürlich das Album an sich, Seal the Deal and Let's Boogie von Volbeat, mit insgesamt 13 Tracks plus 4 auf der Bonus-CD, also 17 Stück in diesem Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Seal the Deal and Let's Boogie von Volbeat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Volbeat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.